Hola und guten Morgen von Mallorca. Wir sind gerade schon auf dem Weg zum Mercado Gastronomico 1930, einem Foodmarket, der letztes Jahr erst aufgemacht hat hier in Palma, und wollen im Anschluss dann die Küste unterhalb von Palma ein Stück weit erkunden, von Cala Mayor bis Porta Nus. Ich bin Sebastian on Tour und nehme dich auf diesem Kanal gerne mit auf meine Reisen. Wenn du das erste Mal hier bist, wäre jetzt also der perfekte Zeitpunkt, diesen Kanal zu abonnieren und auch die Benachrichtigung einzuschalten, damit du in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Und wenn du Bock hast, dir die anderen Videos von dieser Tour anzugucken, findest du die Links zu den Videos unten in der Beschreibung. Wir waren jetzt gerade im Mercado Gastronomico 1930 hier in Palma. Ganz lecker, ganz nett. Aber ehrlich gesagt finde ich den San Juan deutlich besser, deutlich größer, viel mehr Auswahl. Und man kann auch besser parken. Das ist hier unten am Hafen. Da muss man an einem passenden Parkplatz schon ziemlich suchen. So oder so ist ein Mercado Gastronomico aber ein guter Tipp, wenn das Wetter mal nicht so gut ist. Wenn es stürmt wie heute, ich muss regelmäßig den Hut festhalten, damit er nicht wegfliegt. Oder sogar regnen soll. Dann hat man in so einem Mercado Gastronomica natürlich ein Dach über dem Kopf und lecker Essen vor der Nase. Das ist dann schon die perfekte Mischung. Einmal am Hafen von Palma lang gegangen sein, muss man eigentlich auch. Sich dabei dann überlegen, wie viele Millionen hier liegen und sich auf eines der Schiffe träumen, das hat schon was. Thank you.
Der Himmel hat mittlerweile wieder aufgeklart, der Wind hat auch nachgelassen. Wir sind zurück an der Playa. Nach unseren, oh, ich muss aufpassen, dass ich keine nassen Füße kriege. Wir suchen uns jetzt nur noch was Leckeres zum Abendessen und dann ist für uns schon Schlafengehzeit. Morgen soll das Wetter nochmal herrlich werden. Sonne, keine Wolken, bei angenehmen 26 Grad, glaube ich, sind angesagt. Also perfekte Bedingungen nochmal für Drohnenflüge. Das ist genau das, was wir morgen probieren wollen. Unsere dann doch relativ desaströsen Versuche bisher ausgleichen. Mal schauen, ob das morgen besser klappt. Ich würde mich freuen, wenn dir das Video von heute gefallen hat. Wenn das so sein sollte, gib mir doch bitte einen Daumen nach oben. Bei Fragen, Anregungen oder Kritik steht in die Kommentarspalte wie immer offen. Und für weitere Videos wie dieses solltest du den Kanal abonnieren. Adios. Bis morgen. No.